Okay, ich möchte Ihnen zum Schluss noch kurz was sagen, was so ein bisschen zeigen soll, warum man überhaupt solche Sachen macht, warum dieses Abstrahieren einem was bringt. Abstrahieren bringt einem immer dann was, wenn man nur mit Hilfe der abstrakten Begriffe Dinge sich überlegen kann, die dann automatisch für all die Strukturen gelten müssen. Das ist ja im Prinzip auch, ich habe das ja eben versucht zu erklären, die Idee der objektorientierten Programmierung. Wenn ich jetzt irgendwas herleiten kann, was für alle Gruppen gilt, einfach nur deswegen, weil sie Gruppen sind, dann gilt das automatisch für jede Gruppe, die wir schon gesehen haben und für alle Gruppen, die wir jemals sehen werden. Das muss ich nie wieder machen. Ich muss nur nach den Definitionen vorgehen, ja? Und so funktioniert eigentlich die ganze Algebra, dass man irgendwelche Strukturen rausarbeitet und dann nur mit den abstrakten Strukturen arbeitet und damit bestimmte ganz allgemeine Eigenschaften herleitet. Und ich will Ihnen jetzt mal ein oder zwei Beispiele sagen und die fangen so an. Ich habe irgendeine Gruppe, darum schreibe ich die wieder so wie eben hin, irgendeine Gruppe. Dann gilt. Und diese Aussage dann gilt bedeutet jetzt, also das gilt in jeder Gruppe. Solange sie nur die Eigenschaften hat, die wir oben alle aufgezählt haben, gilt das immer. Egal wie die Gruppe ansonsten aussieht. Zum Beispiel erstens, wir wissen ja schon, es gibt ein neutrales Element, aber was wir noch nicht wissen, was in der Definition nicht drinsteht, was wir uns aber sofort herleiten können, ist, es gibt nur ein neutrales Element. Es kann nur einen geben. Die Frage kam ja vorhin mal, könnte es nicht zwei neutrale Elemente geben? Die Antwort ist nein. Und die zweite Eigenschaft, die ich Ihnen auch noch hinschreiben will, Gleichungen der Form a verknüpft mit x gleich b oder x verknüpft mit, was für Buchstaben habe ich hier genommen? Ne, müssen wir mal anders. Gleichungen der Form a verknüpft mit x gleich b oder y verknüpft mit a gleich b sind immer eindeutig lösbar, also auflösbar nach x oder y. Eindeutig nach x beziehungsweise y auflösbar. Die beiden Sachen wollen wir uns noch kurz überlegen, das geht ganz fix. Erstens, warum kann es nur ein neutrales Element geben? Ganz simpel, wir schreiben nochmal hin, was es überhaupt bedeutet, neutrales Element zu sein. Also wir wissen ja schon, das ist eine Gruppe, darum gibt es ein neutrales Element, das nennen wir mal E. Und dieses neutrale Element hat die Eigenschaft, hatten wir oben hingeschrieben als Definition, A verknüpft mit E ist dasselbe wie E verknüpft mit A ist A. Für alle A aus der Gruppe. Für alle A aus G. So, und jetzt stellen wir uns vor, da kommt irgendein Konkurrent an und sagt, ich bin auch neutrales Element. Nur, dass ihr es wisst. Und der heißt natürlich anders, der heißt zum Beispiel E Stern. Und der sagt, pass mal auf, ich habe folgende Eigenschaft, A verknüpft mit E Stern ist E Stern verknüpft mit A ist A für alle A aus G. Diese Eigenschaft muss E Stern ja haben, sonst dürfte er sich nicht neutrales Element nennen. Und jetzt können Sie was ganz, ganz Simples machen. Sie können sich fragen, was ist eigentlich, wenn ich diese beiden Konkurrenten verknüpfe, E verknüpft mit E Stern, was kommt da raus? Darauf kann man verschiedene Antworten geben. Die eine Antwort, die man darauf geben kann, ist, wenn ich mir mal die erste Zeile hier angucke, weil E ein neutrales Element ist,
kann ich auf die rechte Seite irgendwas hinschreiben, zum Beispiel kann ich da auch E-Stern hinschreiben und es kommt wieder E-Stern raus. Ja? Also dieses hier ist E-Stern. Wenn ich die beiden verknüpfe, kommt E-Stern raus, weil E ein neutrales Element ist. Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Wenn ich mir die zweite Zeile angucke, dann steht hier, wenn ich sowas habe, wo rechts E-Stern steht und links steht irgendein anderes Element, dann kommt dieses Element wieder raus. Wenn hier also irgendein anderes Element steht, dann kommt dieses Element wieder raus. Also kommt hier E raus. Ja? Was ich also eben gerade gezeigt habe, ist, E ist dasselbe wie E-Stern. Also stellt sich raus, die ganze Geschichte war nur ein Karnevalsscherz von E, der hat sich nur verkleidet. Das ist derselbe. Ja? Es gibt kein anderes neutrales Element. Und auf das Letzte will ich nur ganz kurz eingehen. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Wie kann man so eine Gleichung hier lösen? A verknüpft mit x gleich b. Haben Sie dazu eine Idee, wie man das lösen kann? Eigentlich, wenn Sie es, lassen Sie mich kurz den Satz sagen, wenn Sie es sehen, werden Sie sagen, na klar, das ist genau das, was ich in der Schule auch immer gemacht habe, nur haben wir es da nicht Gruppen genannt. Genau. Der Trick ist, was Sie in der Schule immer gemacht haben, ist, wenn Sie Gleichungen gelöst haben, dann haben Sie immer auf beiden Seiten der Gleichung das Gleiche gemacht, so lange, bis Sie das x isoliert hatten. Das war das, was Sie immer getan haben. Und das kann man natürlich auch machen, weil wir ja davon ausgehen, wenn links und rechts dasselbe steht und ich mache mit beiden Seiten dasselbe, dann muss danach auch wieder dasselbe da stehen. Ja? Jetzt muss ich mich halt nur fragen, was muss ich mit diesen beiden Seiten machen, damit nachher nur noch das x übrig bleibt. Ich muss das a wegkriegen. Ja? Und was ich versuche ist, das a dadurch wegzukriegen, dass hier das neutrale Element steht. Also mache ich Folgendes, ich multipliziere beide Gleichungen mit dem Inversen von a. Und zwar, aufgepasst, wir wissen ja noch nicht, ob das Ding kommutativ ist, darum multipliziere ich beide mit links. Entschuldigung, ich multipliziere mit links. Ich multipliziere von links. Ist ja nicht dasselbe, ob ich von links oder rechts multipliziere. Ich sage jetzt multiplizieren, ich meine aber eigentlich Kästchen plus. Also diese abstrakte Operation. Ja? Was ich jetzt also mache, ist auf beiden Seiten, A' hatten wir das ja vorhin genannt, das Inverse, Kästchen plus der Rest. Also steht auf der linken Seite A' Kästchen plus, ich muss jetzt mal ganz vorsichtig sein, ich schreibe das mal lieber in Klammern, so. Und auf der rechten Seite steht A' Kästchen plus B. Gerade wenn man mit solchen abstrakten Objekten arbeitet, muss man ganz vorsichtig bei allen Operationen sein und sich immer überlegen, darf ich das überhaupt tun, was ich da mache. Also erster Schritt, ich darf sicherlich, wenn da vorher links und rechts das gleiche stand, von beiden Seiten mit links was ran verknüpfen. Zweiter Schritt, diese Verknüpfung ist assoziativ. Darum darf ich die Klammern hier umstellen. Glücklicherweise ist das assoziativ. Darum darf ich das, was hier links steht, umschreiben und darf dafür schreiben, das ist doch dasselbe wie, ich schreibe es einfach ab, stelle aber die Klammern anders hin. Nämlich so. Die Klammern, die vorher hier standen, schreibe ich jetzt hier hin. Ja? Jetzt steht hier A' verknüpft mit A. Und was bedeutet das denn A' verknüpft mit A? Das ist das neutrale Element. Das ist ja gerade die Eigenschaft des Inversen, dass, wenn ich das mit dem A verknüpfe, das Neutrale rauskommt. Also dieses hier ist das gleiche wie E verknüpft mit X. Und was ist E verknüpft mit X? Das ist natürlich X. Das ist ja gerade die Eigenschaft des neutralen Elementes. Wir haben also in dieser kleinen Rechnung alle wesentlichen Dinge benutzt, die eine Gruppe haben muss. Dies hier durften wir nur machen von hier nach hier, weil es assoziativ ist. Von hier nach hier sind wir gekommen, weil es Inverse gibt. Und von hier nach hier sind wir gekommen, weil wir das neutrale Element gerade gebaut hatten. Aber was wir jetzt erreicht haben, ist, auf der linken Seite der Gleichung steht x und auf der rechten steht die Lösung, wie man das Ding löst. Ja? Darum können wir so eine Gleichung, wie sie eben da stand, immer lösen. Und Sie können sich ja vielleicht mal zu Hause überlegen, wie man die andere Gleichung löst. Was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, und das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr tun, ist aber auch ganz einfach, ist, warum gibt es immer nur eine Lösung? In der Formulierung stand ja,
sind eindeutig lösbar. Das heißt, nicht nur ist das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, eine Lösung, sondern andere Lösungen gibt es nicht. Aber das machen wir, wenn, dann nächsten Freitag.